Blockchain ist sicher eines der Hype-Themen der letzten Monate. Überall in allen Medien hat man von Blockchain reden. Am Anfang eher sehr euphorisch. Je länger mehr, hört man auch immer wieder ein bisschen kritische Stimmen. Und ich werde Ihnen in der nächsten Viertelstunde so ein bisschen aufzeigen, was steckt eigentlich dahinter. Ist es eine Revolution, wie man sich zum Teil verspricht? Oder ist es einfach ein Sturm im Wasserglas, der in den nächsten Monaten oder Jahren dann wieder vergeht? Auch ich muss anfangen mit einer kleinen obligaten Einführung. Was ist Blockchain? Das Thema Blockchain ist noch nicht so weit durch, dass man einfach annehmen, dass jeder weiß, was ein Blockchain ist und wie das Ganze funktioniert. Ich probiere das wirklich ganz kurz in 3 Minuten können aufzuzeigen, was die wesentlichen Elemente davon sind. Blockchain oder Distributed Ledger Technology, wie man es eigentlich auch nennt, ist eigentlich nichts anderes als ein verteiltes Hauptbuch von wichtigen Informationen, die irgendwie in einem Buch verteilt sind. Die sind nicht zentral irgendwo abgespeichert, die sind auch nicht dezentral an verschiedenen wenigen Orten, sondern die sind verteilt im ganzen Netzwerk, dass alle darauf zugreifen können und dass eine gewisse Sicherheit dahinter ist. Die Grundidee von der Blockchain ist eigentlich vor 10 Jahren entstanden, beim Bitcoin White Paper 2008 geschrieben worden ist, wo es darum gegangen ist, wie kann ich das Problem lösen, dass ich von A nach B etwas schicken kann, ohne dass ich zwischen ihnen eine vertrauenswürdige Drittpartei brauche. Dass man direkt Geld kann transferieren von einer Person zu der anderen Person, ohne dass ich eine vertrauenswürdige Bank oder irgendwelche Zwischenstellen kann rein tun. Das ist im ganzen Umfeld von der ganzen Bankenkrise da ein bisschen entstanden. Von dem her hat man da den Bankenfaktor ein bisschen rausziehen. Und man hat das machen, weil es günstiger soll werden, weil es schneller soll werden. Das ist so ein bisschen die Grundidee. Ich werde das ganz kurz einmal erläutern an einem Beispiel von 4 Parteien, die sich gegenseitig Geld zuweisen wollen. Wir nehmen an, dass A 10 Dollar hat und die über mehrere Transaktionen verteilt werden, A, B, C, D. Wir sehen hier in der Mitte, dass es sozusagen ein Hauptbuch gibt, ein Buch, wo all die Transaktionen aufgenommen werden und dargestellt werden. Das ist nichts Neues, das haben wir heute eigentlich auch, das ist eine normale Buchhaltung in jeder Bank. Zusätzlich dazu kommt, dass jetzt die verschiedenen Transaktionen miteinander verhängt werden, und zwar mit Verschlüsselungstechnologien, wo sozusagen ein Algorithmus darüber geleitet wird, dass sie nicht mehr veränderbar sind. Also wenn man am letzten D zu D D zu C Transaktion etwas verändern will, dann merkt das ganze Handbuch, das ganze Hauptbuch, dass da irgendetwas nicht stimmt. Dazu kommt noch, dass man jetzt die ganze Information verteilt. Allen Player in dem Netzwerk gibt man die Information, tut man das zur Verfügung stellen. Das heißt, dass es auch gewisses Vertrauen geschaffen wird, weil alle die Information haben. Wenn jetzt A will in seinem Buch irgendetwas ändern und sagen, ich will dann da noch am C 15 Dollar schicken, merken alle im ganzen Netzwerk, das geht gar nicht, weil sie haben all die Informationen und von dem her kann man dann das eigentlich auch abweisen, dass die Transaktion nicht durchgeführt wird. Die Funktion von dem ganzen Verteilen das, und Verifikation von der ganzen Information, das machen eben die Miner, das ist auch so ein Thema, das man immer wieder hört, wo auf der Blockchain eigentlich die Coins minen. Das ist eigentlich die Hauptfunktion, dass sie die Verteilung, die Blockgenerierung und die Sicherheitselemente einrichten und damit man so eigentlich ein sehr sicheres und verteiltes Netz hat. Blockchain sieht dann vereinfacht so aus, es sind dann verschiedene Transaktionen, die man da hat, in verschiedenen Blöcken, die sind miteinander verbunden, die sind untereinander verschlüsselt mit einem Algorithmus und so kann man sicherstellen, dass die Transaktionen stimmen. Man kann jetzt nicht nur Transaktionen da rein tun, sondern man kann auch Informationen auf die Block stellen. Das heisst, man kann Logik, man kann ausführbare Programme in die Blockchain hineinstellen und so eigentlich auch automatische Verträge oder smarte Verträge ausführen lassen. Ich komme nachher noch darauf zurück, was das ganz konkret heisst im Daily Business, wie das könnte aussehen. Das ganz, ganz kurz einmal eine Erklärung, was eine Blockchain ist und was eine Blockchain ursprünglich mal die Idee war.
Blockchain hat aber einige Limitationen, die man jetzt sicher muss beachten. Sie ist extrem komplex. Es ist eine Thematik, die wirklich nur für Spezialisten zurzeit ganz klar verständlich ist, was da ihnen genau abläuft. Die Komplexität bringt mit sich, dass es viel Betrügereien gibt, dass es viele Unsicherheiten gibt im ganzen technischen Umfeld. Das ist zu beachten. Man muss sich wirklich sehr, sehr gut mit dieser Thematik auseinandersetzen, bevor man da wirklich reingeht und sehr, sehr viel investiert. Zweitens ist die Netzgeschwindigkeit und die Skalierung. Weil die Informationen im ganzen Netz verteilt werden müssen, müssen die auch im ganzen Netz verschoben werden. Und die Verschiebung, die braucht Zeit. Bitcoin zum Beispiel schafft 7 Transaktionen in der Sekunde, Ethereum, die zweitgrößte, schafft 14. Wenn man das vergleicht mit Visa, wo 10'000 in der Sekunde schafft, dann sieht man, dass da noch ein grosser Gap ist zum Mainstream bis zum breiten Einsatz von dieser Technologie. Die Usability ist ein wichtiges Thema. Wenn ich Ihnen jetzt müsste erklären, wie Sie jetzt schnell daheim ein paar Bitcoins kaufen und das auf dem Rechner dann sichern und was dann die verschiedenen Schritte, die Sie damit machen und welche Wallet Sie müssen installieren und so weiter, das würde die Viertelstunde um einiges sprengen. Von dem her ist es einfach noch nicht ganz selbsterklärend. Geld kann man ausgeben, Zehnernötchen übergeben und dann ist es klar. Das ist da sicher noch nicht so. Und man kann extrem viele Fehler machen. Gerade heute ist wieder 20 Minuten wieder ein schöner Beitrag von jemandem, der 800'000 Franken verloren hat, weil er seine Private Keys verloren hat. Wenn man einen Fehler macht, wenn man dass die Coins an eine falsche Adresse schickt, dann ist das Ding weg. Dann ist das Geld weg. Wenn man da nicht irgendwie Backups macht und das super sichert, dann ist das Zeug weg. Von dem her ist das wirklich ein wichtiger Punkt. Man kann dann nicht einfach irgendjemandem anrufen, Support stellen und sagen, können Sie mir bitte schnell das Passwort zusetzen. Das geht nicht, weil eine Blockchain ist nicht veränderbar und von dem her ist es wirklich für immer und ewig verschwunden. Das ist einfach eine Limitation, wo man sich klar muss sein. Eine weitere Limitation ist die Unsicherheit auf der rechtlichen Ebene. Die Regulatorien, die verschiedenen Finanzmarktaufsichten merken jetzt, ob es da läuft irgendetwas ab. Wir sollten doch da auch noch irgendwie schauen, dass wir das im Griff haben. Passiert zum Teil gut. In der Schweiz hat man wirklich schöne Leitplanken aufgebaut. Es gibt dann aber auch Überreaktionen, wie jetzt gerade Indien, wo es einfach gerade mal verbietet. China verbietet es alle 6 Monate mal und dann wieder nicht. Von dem her ist da gewisse Unsicherheit. Wie geht es jetzt eigentlich da in Zukunft weiter mit dieser Thematik? Und ein weiterer Punkt, der immer wieder kommt, ist die ganze Energieverschwendung. Damit man das Netz überhaupt betreiben kann, braucht es extrem viel Energie. Die Energie ist ein Schutzmechanismus, das ist eigentlich auch gut so, mit dem kann man irgendwie das ganze Netz auch schützen. Nur ist jetzt das im letzten Jahr so weit gewachsen, dass Bitcoin selber so viel Energie braucht wie das ganze Land Irland. Wenn man das weiter extrapoliert, dann geht man davon aus, dass in 5 Jahren die Hälfte von der Weltenergie für Kryptowährungen gebraucht wird. Da sieht man relativ schnell, dass das absolut keinen Sinn macht und dass da wirklich gewisse Schwierigkeiten gibt. Für all diese Sachen gibt es Lösungen, die ganz klar sagen. Das ist einfach Stand heute, wie man mit dieser ganzen Geschichte umgeht. Man sieht auch im Gartner Hype Cycle, dass die ganze Blockchain-Thematik so ein bisschen den Hype-Status überstanden hat und jetzt langsam so ein bisschen ins Tal der Tränen geht. Man findet überall wieder Fehler, man findet irgendwie Sachen, das war das gleiche gute Idee gewesen. Gartner tut auch einstufen, dass es noch 5 bis 10 Jahre geht, bis Blockchain überhaupt auf dem Markt mainstreammäßig eingesetzt werden kann. Also da sind gewisse Bedenken rum. Und ich war letztens an einer Tagung und das war eine Folie von dieser Tagung. Do I need a blockchain? No. Dass man da einfach schon langsam sagt, hey, langsam, oder? Dass man das ein bisschen kritischer anschaut. Meine Meinung ist ganz klar, not yet, also heisst noch nicht jetzt. Wir haben auch Kunden gehabt, die uns angerufen haben, ja, Digitalisierung, wir machen jetzt alles auf der Blockchain. Könnt ihr uns das mal erklären? Und dann, ja, dann muss man wirklich herleiten, die Limitationen aufzeigen und so weiter, dass man wirklich kann aufzeigen, was das Ganze bedeutet. Weil die Blockchain wird die Welt verändern. Es hat Ansätze, die wirklich extrem spannend sind. Das eine ist wirklich die
Eliminierung von diesen Zwischenhändlern. Man tut wirklich die Zwischenstufen ausschalten. Man ist viel direkter, man ist viel billiger. Man kann wirklich vielen, vielen direkteren Kontakt aufnehmen, ohne dass man abhängig ist von irgendwelchen Drittplayern. Dann kann man auch eine höhere Kontrolle über die eigenen Daten machen. Es gibt verschiedenste Ansätze, dass man nicht mehr einfach, wenn man zum Beispiel einen Altersnachweis muss erbringen, einfach Namen, Adressen und alles Zeug muss angeben, sondern ich gebe einfach über, ja, ich bin 18 gewesen. Punkt. Das ist die Information, die überkommt. Und da gibt es Ansätze, die da wirklich ein Riegel der ganzen Datensammlerei geschoben werden können. Dann die ganze Nichtveränderbarkeit von der Information. Da sind zum Beispiel Denkansätze da, dass man zum Beispiel ein Grundbuch so etwas macht. Bei uns in unserer Gefilde ist das in der Schweiz ist das noch kein Problem mit der herkömmlichen Methode. Aber wenn man jetzt irgendwie sagt, man will im Sudan jetzt anfangen, ein Grundbuch aufbauen, dann sind das Ansätze. Das ist jetzt nicht einfach ein Beispiel, das ich erfunden habe, sondern das sind Überlegungen da, dass man da ein gewisses Vertrauen schaffen kann, wo inhärent in dieser Technologie drin ist. Bitcoin und also Blockchain-Technologie ist transparent. Es ist zwar immer so ein bisschen die Meinung, ja, Bitcoin, das ist so für Verbrecher und für Drogenhändler und so weiter ein Zahlungsmittel, weil es so anonym ist. Das ist es nicht. Man kann die Transaktionen nachvollziehen, man muss extrem viel Energie aufwenden, dass man das alles verschleiern kann. Man kann wirklich eine Rechenschaft ziehen und dort die Informationen anschauen. Und einer der wesentlichen Elemente, den ich wirklich in Zukunft sehe, ist die ganze Automatisierung mit diesen Smart Contracts, wo wirklich Logik in die Blockchain geht. Ein einfaches Beispiel ist zum Beispiel eine Versicherung, die AXA, wo das jetzt anbietet, zum Beispiel für Flüge ab Paris, kann man ganz wenig Geld investieren in der Blockchain, das hinterlegen. Und wenn der Flug eine Verspätung hat, kriegt man automatisch Geld über. Da schaut nicht nur einer den Plan an, wenn ist er abgeflogen und so, das System nimmt auf, Flug verspätet, Geld wird ausbezahlt, fertig. Also vollautomatischer Prozess, wo eigentlich keine Unterstützung mehr von Personen bedarf. Der Automatisierung kommen dann auch die Themen stärker rein, da wird es ein bisschen in die Haarberge stehen. Wenn man eine volle Automatisierung von künstlicher Intelligenz, Big Data, IoT und Blockchain erreicht, also dann ist eigentlich dann theoretisch möglich, dass man ganze Abläufe irgendwie ohne menschliche Kontrolle mehr durchführen kann. Das sind zum Teil auch Schreckensszenarien, wenn man sich irgendwie das durchdenkt, was da eigentlich alles theoretisch möglich wäre. Aber wenn man es positiv auslegt, kann man da natürlich einen riesen Effizienzgewinn erreichen mit verschiedensten Elementen. Ich werde ganz kurz ein paar Use Cases aufzeigen, konkrete Einsatzgebiete von der Blockchain, die jetzt gerade dran sind. Es sind extrem viele Entwickler dran, auch in der Schweiz. Die Schweiz oder insbesondere Zug ist einer der Hotspots von Blockchain in der Schweiz, neben Singapur und natürlich im Silicon Valley. Aber jetzt kommen langsam die Silicon Valley-Leute in die Schweiz, um mal schauen, wie das Zeug läuft. Also von dem her gibt es da eine interessante Entwicklung. Währung, Banking, das ist sicher das Thema, das man kennt, von dem redet man viel, wie man mit dem umgehen will, die ganzen Fintech-Thematiken, die da relevant sind. Da gibt es auch schon so Ansätze, dass man ganze Hedgefonds über die Blockchain führt und so weiter. Also von dem her geht das relativ weit. Ein weiterer Use Case ist die ganze Supply Chain und Traceability, also die Nachvollziehbarkeit und die ganze Kette von einem Transport. Da ist Maersk und IBM zum Beispiel mit einem Pilotprojekt gerade aktuell dran, wo man die ganze Abwicklung von diesen Containerabhandlungen auf dem Hochseeschiff automatisiert und mit einer Blockchain eigentlich sichert. Und da hat es eigentlich die erste gute Resultate gegeben. Nachvollziehbarkeit gibt es ein spannendes Projekt im Bereich der Diamanten. Everledger heisst das, wo man Blutdiamanten will eigentlich verhindern, dass man irgendwie wirklich einen Nachweis vom Diamant hat. Nein, der kommt jetzt nicht aus einer Mine dort im Kriegsgebiet, sondern der kommt von dort. Und der ist eigentlich gut gemeint worden.
Ein weiteres Element ist im Identitätsbereich. Ich habe den Ausdruck Proof of Existence noch eigentlich einen spannenden Ansatz gefunden, dass man irgendwie nachweisen kann, dass man der ist und dass es überhaupt die Person gibt. Bei Anmeldeprozedere und so weiter ist das ein wesentliches Element. Die Stadt Zug zum Beispiel gibt jedem Einwohner jetzt eine Blockchain-Identität, wo sie dann relativ schnell auf die Stadtinformationen können zugreifen können. Weiter im Bereich des IoT und im ganzen Umfeld Ledger of Things, die verschiedenen Geräte, die mein Vorredner vorne aufgezählt hat, kann man jetzt auch noch weiter verhängen, nicht nur innerhalb von ihren Netzwerken, sondern über die Netzwerke raus. Das klingt auch wieder zum Teil erschreckend, zum Teil gibt es aber ganz schöne Beispiele. Zum Beispiel die Firma Modum, Schweizer Firma, tut jetzt zusammen mit der Schweizer Post im Bereich von temperatursensitiven Transport einen Sensor mitschicken und das wird auf der Blockchain abgespeichert, ob je einmal die Temperaturschwankung oder irgendwie die Bandbreite überschritten worden ist. Und so kann man dann irgendwie einen hundertprozentigen Nachweis erstellen, ob jetzt das passiert ist oder nicht. Also da gibt es auch da sehr, sehr spannende Ansätze. Meine Meinung ist, es ist nicht eine Revolution, die heute passiert, die gerade jetzt in den nächsten Jahren, zwei, drei Jahre, jetzt unser ganzes Leben wird verändern, aber es wird eine Revolution sein in kleinen Schritten. In 5 bis 10 Jahren werden wir das merken. Ich sehe es so ein bisschen im Vergleich zum Internet in den 95, 96, wo man viel versucht hat, wo viel schief gegangen ist. Wir werden auch dort Netblättern haben, also Blasen haben im Bereich der Blockchains, das wird auch passieren, das ist jetzt schon absehbar. Aber es werden ein paar Produkte rauskommen, die wir im täglichen Leben werden brauchen und wirklich einen starken Einfluss wird haben. Wir merken es auch schon jetzt bei unseren Kunden, die immer wieder kommen und sagen, wie können wir da irgendwann einen Schritt weitergehen. Also von dem her ist das Interesse da und ich bin überzeugt, dass da noch einiges wird passieren. Vielen Dank.